Am nächsten Morgen empfängt uns bei unserem Blick aus unserem Zimmer ein wolkenloser Himmel. Schon am Abend hatten wir beschlossen, dass wir heute ein bisschen weiter zum Einstieg gehen können und uns die Via Jonas am Hermannskarturm ansehen wollen. Dazu folgen wir von der Hermann-von-Barth-Hütte aus dem Weg zur Kempner Hütte. Schon von der ersten Anhöhe aus kommt der Hermannskarturm ins Blickfeld. Der sieht prächtig aus. Der Zustieg dauert circa eine Stunde und ist kurzweilig mit leichtem Auf und Ab. Mit dem Verständnis bist du dann natürlich in die Touren reingegangen, solange die Tour nicht zu stark überhängend war. Und ist aber hoch. Der Weg führt direkt am Hermannskarturm vorbei. Zum Schluss nur ein paar Meter über wegloses Gelände zur Wand und man steht am Einstieg, der angeschrieben ist. Die erste Seillänge beginnt mit einer 6- und offenbart gleich den Charakter der Route. Ich habe zwar wie üblich meine Cheating-Expresse dabei, außer als zusätzliche Zwischensicherung, da wir ohnehin für eine gut abgesicherte Tour nur knapp mit Echsen bestückt sind, werden wir diese aber nicht benötigen. Die Route ist gut eingebohrt, Haken sind in regelmäßigen Abständen vorhanden und immer gut einzuhängen. Die schwierigen Stellen sind allerdings zwischen den Haken zu klettern und damit zwingend. Dies merkt man spätestens am dritten Haken in der ersten Seillänge. Wir klettern hier mittlerweile in der zweiten Seillänge, die fantastisch an einer Kante nach oben führt, Bewertung mit 5+. Der Fels ist im Allgemeinen fest, man sollte die Griffe allerdings begutachten und nicht an allem blind anziehen. Andreas scheint hier zu meinen, dass er in der dritten mit 5+ bewerteten Seillänge die Cheating-Echse eventuell doch gebrauchen könnte. Nach oben hin flacht die dritte Seillänge etwas ab und es geht relativ einfach zum Stand. Es folgt eine Zwischenseillänge, die ich im Aufstieg rechts am Block vorbeiklettere. Richtig wäre es links gewesen. Dann geht es nach links unterhalb der oberen Wand, bis man wieder die Bohrhaken der nächsten Seillänge sieht. Der Fels ist hier etwas heller, jedoch weiterhin von guter Qualität. Die Hakenabstände kamen mir hier etwas weiter vor. Jetzt noch keine schwere Stelle drin war. Schwere Stelle natürlich erstmal jetzt dann weiter oben noch kommen. Die Schwierigkeit ist im 5+-Bereich aber nicht mehr ganz so konstant wie bei den ersten Seillängen. Die sechste Seillänge führt in einem Linksquergang um die Kante, schön ausgesetzt. Das weiß ich nicht. Quergang zu Kante muss es ja hier sein. Der nachfolgende Fünfer kam mir dann etwas alpiner vor. Die Kletterei ist mit einer Rissverschneidung etwas klassischer.
Einer etwas steileren Rissverschneidung folgt dann auch die letzte Seillänge, die gleichzeitig die Schlüsselseillänge ist. Auch hier gilt, die 6 Plus muss zwingend geklettert werden. Die Hakenabstände sind allerdings recht eng. Dann ist die schöne Route leider wieder zu Ende. Selbstverständlich bietet auch der Hermannskarturm einen tollen Ausblick. Theoretisch soll man auch zu Fuß absteigen können. Die Tour ist allerdings zum Abseilen eingerichtet, was auch der übliche Abstiegsweg sein dürfte. Dies leitet dann auch die Möglichkeit her, die 6 Plus Seillänge auszulassen, wenn man da nicht hochkommt. Also die untere Abseilstellen, die unteren zwei Seillängen kann man auch mit einem 50er zusammenhängen, da kommt man bis zum Band runter. Absteigend geht es dann, diesmal auf der richtigen Seite am Block vorbei, zu den unteren Abseilstellen. Also oben rum rechts geht's auch, wenn wir geklettert sind, aber genau. Vom Band könnte man nach links auch zu Fuß auf den Wanderweg zurücksteigen. Mit dem 50-Meter-Seil ist unten ein dreimaliges Abseilen notwendig. Auf dem Rückweg schauen wir uns die Tour noch einmal an und wandern dann gemütlich weiter zurück zur Hermann von Barth-Hütte. Da siehst du die helle Schicht jetzt gut, schau her. Ja. Da geht die Tour durch. Dort wartet noch eine Überraschung auf uns. Der Hüttenwirt stellt uns einem der Erstbegeher dieser tollen Route vor. Und dieser bestätigt uns, dass wir völlig richtig gelegen haben. Die Tour ist so eingebohrt, dass man sie nicht an Null klettern kann. Das haben die Erstbegeher perfekt hinbekommen, ohne die Sicherheit dabei über Gebühr zu strapazieren. Danke dafür. Leider zeigt sich dann am nächsten Morgen das Wetter nicht mehr von seiner besten Seite und unser Plan, zumindest noch ein paar Baseclimbs zu klettern, ist nicht aufgegangen. Wir ratschen noch ein bisschen, bedanken uns für die Gastfreundschaft auf der Hütte bei der Familie Wolf. Und treten nach einem guten Frühstück den Rückweg ins Tal an. Und auch so ein Wetter hat etwas. Es ist ruhig. Das Licht, das ab und zu durch die Wolken blitzende Sonnenstrahlen hinterlassen, lädt zum Fotografieren ein. Und die Bergsalamander lassen sich blicken. Hier ist mehr Kärntenfeld. Also hier ist.